Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es natürlich um den Optionshandel. Und heute habe ich eine Aufforderung an euch und zwar: Macht es nicht so kompliziert. Wie komme ich auf diesen Titel? Nun ja, wenn ich in letzter Zeit in meine E-Mails hineinschaue, wenn ich in Foren schaue oder zum Beispiel in unsere Facebook-Gruppe, die Optionshändler, da fällt mir auf, dass ganz viele Neueinsteiger relativ kompliziert an die Sache herangehen. Ne? Das heißt, ich sehe ganz viele Fragen. Fragen ist erstmal super. Ne? Jeder, der fragt, der sich weiterbilden will, das finde ich phänomenal und das ist richtig. Aber mir fällt auf, dass es viele viel zu kompliziert machen. Ne? Also da wird beispielsweise gefragt, du hast eine IVR-Liste oder du hast die IVR und jetzt wird gefragt, also wenn man auf Seite A das ausrechnet, auf Seite B, auf Seite D, E, F, G und so weiter, eigentlich auf 7 Seiten die IVR vergleiche, dann sind die unterschiedlich. Warum ist denn das jetzt so? Und da werden dann Diskussionen über Tage und Wochen geführt, was denn nun die richtige IVR wäre. Oder es wird gefragt, wie man denn nun irgendwie die Steuern am besten da bezahlt. Ne? Noch keinen Trade gemacht, noch kein Geld verdient, aber wie gestalte ich das optimal, weil es muss sich doch lohnen am Ende steuerlich und so weiter und so fort. Und das ließe sich fortsetzen mit Software, das ließe sich fortsetzen mit irgendwelchen Berechnungsmodulen und so weiter und so fort. Und ich habe dann immer so für mich persönlich das Gefühl, und wenn das anders ist, dann schreibt mir das und sagt, nein, ich mache das aus einem anderen Grund. Ich habe dann immer so das Gefühl, dass diejenigen, die so sehr kompliziert an die Sache rangehen, das eigentlich machen, weil sie sich nicht trauen, auf den Knopf zu drücken. Ne? Und deswegen will ich euch an dieser Stelle ganz kurz 3 Punkte sagen, die euch helfen, euren Handel nicht zu kompliziert zu machen. Und zwar, ihr wisst, ich bin ein großer Anhänger des KISS-Prinzips, ne? Also dass man es einfach halten soll. Und deswegen meine 3 Punkte. Punkt Nummer 1. Schreibe dir deine Strategie auf und diese Strategie darf nicht länger als eine DIN A4-Seite sein. Wenn du anfängst mit Schreiben und du brauchst 2 DIN A4-Seiten, dann fang von vorne an. Reduziere die so stark, bis du auf einer DIN A4-Seite bist. Mehr brauchst du definitiv nicht. Denk immer dran, du bist kein Hedgefonds, du bist kein Quant, du bist ein privater Trader. Und mehr als ein paar Sätze, um deine Strategie zu beschreiben, brauchst du nicht. Nummer 2, wichtiger Punkt, definiere ganz genau dein Risiko. Das heißt, du musst wissen, wann kommt Risiko in den Markt. Und dein Risiko beim Optionsverkauf ist nicht, dass sich eine Option verdoppelt oder verdreifacht, sondern dein Risiko ist zu wissen, oder beziehungsweise wie entsteht dieses Risiko? Wann kann sich denn eine Option verdoppeln oder verdreifachen? Stichwort Volatilität, Stichwort Veränderung des Underlyings. Schreib dir das auf, definiere dein Risiko. Wie entsteht dein Risiko? Und jetzt ganz wichtig, wie kannst du diesem Risiko begegnen? Ne? Was machst du, wenn dieses Risiko eintritt oder wenn das Risiko entsteht, wenn es passiert? Was machst du dann? Das muss felsenfest klar sein. Das ist 1000-mal wichtiger als irgendeine IVR-Liste oder als irgendwie eine Software, die das eine so oder andere so anzeigt. Ne? Strategie aufschreiben, Risiko klären. Und jetzt der dritte entscheidende Punkt. Fang an und mach deinen ersten Trade. Warte nicht zu lange. Ich kenne Leute, die sind seit einem Jahr, seit 2 Jahren theoretisch am Optionshandel interessiert. Und die wissen theoretisch alles, aber die haben praktisch noch nie etwas gemacht. Und jetzt überleg mal, wenn du seit 2 Jahren Trockenschwimmen machen würdest, ne? Und nie ins Wasser reinspringt, na dann kannst du auch das Schwimmen nicht lernen. Du musst mal anfangen. Deine Erwartungshaltung ist es doch jetzt nicht, dass du ins Wasser springst und als erstes gleich den Ärmelkanal durchschwimmst. Es wäre doch schon mal schön, im flachen Wasser im Schwimmbad ein bisschen hin und her zu kommen. Vielleicht wirst du auch ein bisschen Wasser schlucken, wenn du noch nicht schwimmen kannst. Aber du musst halt mal ins Wasser reingehen und deswegen mit geringem Risiko anfangen. Ganz, ganz kleine Positionen machen. Mach es simpel, mach es einfach, mach eine ganz simple Strategie, was weiß ich, verkauf einen Put, kauf einen Put dazu, ob dieser Trade wirtschaftlich sinnvoll ist oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Mach den Trade, damit du mal dabei bist, dass du anfängst. Wenn du nicht nass wirst, kannst du das Schwimmen nicht lernen. Und wenn du nicht auf den Knopf drückst und mal tradest, dann kannst du auch nicht lernen, wie das funktioniert. Ne? Also,
Mach es am Anfang nicht zu kompliziert. Keine Angst, dein Trading wird mit der Zeit sowieso komplexer, bis du dann wieder anfängst, es wieder einfacher zu machen. Aber fang mit ganz simplen Dingen an und versuch nicht gleich mit einer riesen Erwartungshaltung reinzugehen, dass jeder Trade ein Gewinner wird, dass du die beste IVR hast, dass du die beste Strategie ausgesucht hast, dass du die beste Entscheidung triffst. Das wirst du sowieso am Anfang nicht machen. Und deswegen meine Bitte an euch und auch als Tipp, ne, macht es nicht so kompliziert, haltet es simpel und legt einfach los. Das bringt viel, viel mehr, als wenn ihr Tage, Wochen, Monate lang euch in theoretischen Ergüssen schwelgt und dann am Ende doch nichts rauskommt. In diesem Sinne, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg beim echten Handeln. Deswegen drückt auch mal auf den Knopf, auf geht's. Es kann doch gar nicht so viel passieren. In diesem Sinne, tschüss, servus, macht's gut. Bye, bye.